Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Falls ihr euch fragt, warum ich im Bad bei meiner Mom stehe, wenn ihr mich nicht kennt oder mich nicht so lange kennt, also ich wohne ja schon alleine, aber ich habe heute ein paar Sachen hier gemacht und wollte jetzt auch spontan dieses Video drehen. Deswegen im Bad ist das beste Licht und wundert euch nicht. Ihr seht es halt jetzt einfach im Bad. So, ich habe euch heute mal ein bisschen nach Fragen gefragt, welche ich auch noch nicht, wahrscheinlich nicht beantwortet habe. Falls ihr daran Interesse habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt dranbleibt. Ansonsten gibt es am Mittwoch ja einen ganz normalen Vlog und ich würde sagen, ich labere nicht lange, sondern ich fange jetzt an mit dem Video. Charakterzüge definitiv für mich da sein. Ich muss merken, dass die Freunde wirklich loyal zu mir sind, dass sie nicht hinter meinem Rücken lästern. Ich habe schon des Öfteren erlebt, dass Leute dann wirklich in so Gruppen über mich geredet haben oder das, was ich tue, also YouTube, Social Media, als schlecht hingestellt haben, aber vor mir dann gesagt haben, ja, ja, alles super. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der für mich sehr wichtig ist in der Freundschaft, dass man sich auch Kleinigkeiten einfach manchmal ja, gibt. Also ich habe letztens einer Freundin einfach Blumen vorbeigebracht. So kleine Aufmerksamkeiten, dass die Freundschaft einfach interessanter macht. Das hört sich an, als würde ich jetzt gerade von der Beziehung reden. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, wichtige Merkmale. Ansonsten charakterlich, sie müssen natürlich auch irgendwie den gleichen Humor wie ich haben. Das ist irgendwie auch wichtig und einfach liebevoll und genauso verrückt wie ich. Also meine Motivation nehme ich tatsächlich wirklich daher, dass ich ein Ziel habe, wo ich zum Beispiel in 5 Jahren sein möchte. Dass dieses Ziel ist halt unterlegt in Mini-Ziele, die ich unbedingt erreichen möchte, die nächsten 2 Monate, 5 Monate, 6 Monate. Und so hangel ich mich von Ziel zu Ziel, das erreiche ich dann auch immer. Zum Beispiel in Sachen Schule ist es jetzt so, dass ich mir halt vorgenommen habe, Spanisch bis zu dem und dem Tag abzuschicken und es wirklich bis dahin zu machen, weil so setzt man sich selbst so ein bisschen unter Druck und macht es dann auch, oder ich mache es dann zumindest immer. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so motiviert aufzustehen, so früh aufzustehen und meine Ziele zu verwirklichen, weil ich einfach weiß, dass dieses Leben da draußen auf mich wartet und ja, ich möchte es halt unbedingt einfach leben und nicht noch Ewigkeiten mit meinem Abi verbringen oder mit meinem Studium verbringen. Ich will halt einfach wirklich da raus und richtig das machen, was mir Spaß macht. Ich kann es gut gar nicht sagen. Es gibt Tage, an denen bin ich im Büro. Es gibt Tage, da habe ich nur Zeit für Social Media. Es gibt Tage, das Wochenende, da mache ich was mit Freunden. Also unter der Woche würde ich schon sagen, so mindestens 4 Stunden täglich. Können auch mal mehr sein. Ich hab auch schon 10 Stunden gelernt, ich habe auch schon 8 Stunden gelernt. Wenn ich noch was anderes mache, dann ist es meistens weniger, so 2-3 Stunden. Aber ich gucke schon, dass ich am Tag immer so mindestens 1 Stunde mache, wenn ich noch viel andere Sachen zu tun habe, dass ich mindestens irgendwas an diesem Tag in der Schule schaffe. Ich esse aktuell 3 Mahlzeiten, 3 Feste und Snacks zwischendurch. Ich habe aktuell einfach irgendwie nicht so Hunger. Ich weiß nicht, warum oder woran es liegt, aber ich kann euch sagen, dass ich, wie gesagt, sonst viel, viel mehr esse. Also man sieht es auch in Videos, ich mache nicht nur einen auf, oh, ich esse jetzt 3 Mahlzeiten und darf danach nichts mehr essen. Ich esse auch Schokolade, das könnt ihr gerne nachschauen in meinen Food Diaries, da zeige ich es euch. Die sind immer realistisch und auch sehr, sehr ehrlich, aber aktuell sind es wirklich nur 3 Mahlzeiten und ab und an halt ein Snack. Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Sie ist leider noch nicht fertig. Und ich, das Einzige, wo ich so ein bisschen nachdenklich drüber bin, ist die Größe meiner Wohnung. Ob ich nicht doch lieber eine Zweizimmerwohnung hätte mieten sollen, weil ich habe ja mit 18 in einer Einzimmerwohnung gelebt und das war irgendwie voll in Ordnung. Aber jetzt so mit den ganzen Büchern und Sachen, also ich will mich nicht beschweren. Ich bin sehr dankbar, dass ich da die Wohnung habe. Aber auf jeden Fall nächstes Mal mehr Zimmer. Weil es doch sehr, sehr klein ist. Aber ansonsten bin ich super zufrieden. Ich habe so liebe Nachbarn. Jetzt sind in unserem Haus auch, glaube ich, endlich alle eingezogen. Die sind auch wahnsinnig nett. Also dieses Haus ist so, so, so lieb. Da wohnen halt auch richtig viele junge Leute. Gut bedingt durch die vielen Zweizimmerwohnungen. Da gibt es nicht so viele Einzimmerwohnungen, aber halt viele Zweizimmerwohnungen. Aber neben mir wohnen ja auch relativ junge Leute. Von daher ist es echt, es ist wirklich super. Für mich persönlich finde es schon anspruchsvoll. Ich würde es halt nur weiterempfehlen, wenn man wirklich diszipliniert alleine lernen kann, weil es wird unterschätzt. Also klar, viele sagen immer, oh ja, du kannst ja auch nichts machen und oder du kriegst keine Zeugnisse oder du kriegst keine Noten, also nur Noten für dich selber und es zählt nicht und es ist unfair, aber mach das mal. Ich persönlich habe beides gemacht. Ich habe Fernabi und normales, also ich war in der Oberstufe. Das Abi ist dasselbe, ja.
Und ich muss ehrlich sagen, dass es mir tatsächlich im Fernabi einfacher fällt, weil du einfach eine Zahl für Lehrer bist. Ich hatte sowieso Probleme mit ungerechter Benotung und immer mit so ein paar Lehrerkonflikten. Ja, ich möchte da gar nicht drauf eingehen, aber es war, für mich war es keine schöne Zeit in der Oberstufe. Und ich wünsche das auch keinem, dass es passiert. Mir ist es aber passiert und dementsprechend kann ich einfach nur sagen, dass es bei ILS nicht der Fall ist und dass du wirklich Hilfe kriegst. Die Leute wollen dir helfen, schreiben dir immer super liebe Bewertungen, wollen, dass du weiterkommst und das ist so schön. Also ich liebe das. Ich würde es nie wieder anders machen. Wie viel wiege ich? Das ist aktuell auch eine Frage, die sehr viele beschäftigt hat. Ich habe abgenommen, das habe ich auf Instagram auch gesagt und zwar hatte das private Gründe. Ich bin ein Mensch, wenn ich Stress oder Probleme habe, dann esse ich irgendwie weniger, weil ich einfach keinen Hunger habe. Es gibt natürlich auch Menschen, die essen mehr, aber mein Körper will dann einfach nichts. Also ich kriege dann auch nichts runter und wenn ich was esse, dann ist mir wirklich richtig, richtig, richtig schlecht. Also ja, und dementsprechend wiege ich aktuell, ich weiß, ich habe mich nicht gewogen, aber ich habe davor immer so 55, 56 Kilo gewogen. Es ist nicht schön, ich bin auch dran, dass es wieder hochgeht. Aber das ist, es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie eine Essstörung oder so habe. Gar nicht. Es liegt wirklich einfach nur daran, dass ich privat aktuell einfach... Ja, also es wird besser, aber es sind halt Dinge, die mich belasten und dann kann ich einfach nicht viel essen. Tab-Erfahrung und ich kann euch auch sagen, dass ich mich nach noch einem weiteren Arztgespräch wieder für die Pille entschieden habe. Und ich bin zufrieden damit. Wir haben lange drüber geredet, wir haben die Pillen verglichen, wir haben auch andere Methoden verglichen. Für mich kamen erstmal andere Sachen nicht in Frage. Ist nicht wirklich immer nachvollziehbar, verstehe ich auch. Und wahrscheinlich werden auch manche jetzt sagen, wie kann man nur, aber das ist ja letztendlich mein Körper. Und wie gesagt, ich persönlich finde die Pille einfach sehr, sehr sicher. Es gibt auch andere Methoden, weiß ich auch. Aber du musst für dich selber wissen, was du willst, wie du es machen willst, für was du es brauchst und was dir am sichersten erscheint. Und bei mir in der aktuellen Situation ist es einfach mit der Pille am besten. Aber es gibt ja auch ganz viele Erfahrungsberichte. Ich will halt nicht so krass drüber reden, weil ich finde immer, man beeinflusst junge Mädchen halt schon ein bisschen. Gerade ich habe auch Erfahrungsberichte gelesen. Ja, also wenn euch das Thema krass interessiert, schreibt es in die Kommis, dann sage ich was zu. Aber wenn ich merke, dass das die mir halt eigentlich gar nicht will, dann lasst es lieber, weil wie gesagt, ich will niemanden falsch beeinflussen. Ich hatte Nebenwirkungen, schlimme Nebenwirkungen, aber ich habe meine Pille damals halt auch nicht gewechselt, sondern sie einfach abgesetzt und jetzt habe ich eine andere und jetzt habe ich halt gar nichts mehr. Es kann aber auch wieder kommen, das hat mir mein Arzt auch gesagt. Seht einfach zu, dass ihr einen guten Frauenarzt habt, das ist wirklich das A und O. Kleidungsstück. Es ist aktuell tatsächlich dieses Oberteil hier von Naked. Ich finde das so schön. Es sitzt einfach richtig schön eng, es macht einen richtig schönen Ausschnitt. I love it. Ja, das steht tatsächlich für YT YouTube. Ganz unspektakulär. Selbstbewusstsein ist, ich glaube, das ist so ein bisschen auch mit der Frage von vorhin verknüpft. Es ist halt so, dass bei mir im Ort viel gelästert wurde und ich habe mich davon immer irgendwie beeinflussen lassen, weil ich damals halt aber auch irgendwie noch keine richtigen Erfolge hatte. Ich hatte irgendwie nichts, wo ich mich dran geklammert habe. Ich habe mich selbst nicht richtig schön gefunden. Ich hatte keinen besonderen Körper oder so. Also ich war wirklich so ein Mauer- oder Gänse- wie nennt man das? Mauerblümchen, glaube ich. Eines Tages hat sich das dann alles so ein bisschen verändert und ich habe neue Leute kennengelernt und auch gute Freunde gefunden und die haben mich dann, also da war ich 16, mit auf Partys genommen und ich habe dann da so ein bisschen meine Teenie-Zeit gelebt quasi und hatte ja gut Spaß und habe halt so ein paar Sachen ausprobiert, sagen wir es so, und habe irgendwie da auch kapiert, dass mein Leben ist, wisst ihr, also ihr müsst es selber leben und nur weil jetzt Person XY sagt, du bist und du, weiß ich nicht, bist halt dumm und hässlich, heißt es nicht, dass du dich selbst als dumm und hässlich sehen musst, weil es gibt halt einfach manchmal blöde Menschen, die wollen dich einfach runterziehen, weil sie selbst nichts haben oder weil sie selbst halt keinen Erfolg haben oder neidisch auf irgendwas sind. Das sind immer die schlimmsten Leute und ich habe einfach gemerkt, dass ich die nicht in meinem Leben brauche, dass mir die Meinung davon egal ist und dass ich auf mich selber hören muss und dadurch bin ich richtig selbstlos geworden. Früher bin ich immer so durch die Stadt gelaufen und heute laufe ich wirklich immer straight so. Und wenn die reden, dann reden die. Die reden sowieso einfach auch allein schon wegen dem hier, wegen Social Media. Ist mir auch letztens wieder passiert, aber ganz ehrlich, okay, ganz ehrlich. Ich habe nicht mal die Zeit, über diese Menschen
nachzudenken, wisst ihr? Und ich habe überhaupt auch gar keine Lust, über diese Menschen nachzudenken. Deswegen, sei, fühlt euch geehrt. Wenn sie lässt, dann fühlt euch geehrt. Nein, ich fühle mich wirklich nicht alleine. Ich mache wirklich sehr viel mit Freunden oder treffe mich immer. Oder ich bin eigentlich wirklich oft unterwegs, auch wenn man das in den Videos nicht so sieht. Aber ich halte das alles privat. Also ich versuche das wirklich rauszuhalten. Weil es mir halt sehr wichtig ist, dass ich die Zeit mit meinen Freunden genießen kann. Auch sowas wie Beziehungen und sowas ist wirklich alles erstmal so bei mir. Und ich weiß, es interessiert sehr, sehr viele. Gut, ich schweife vom Thema ab. Ich bin eigentlich die meiste Zeit nicht alleine. Deswegen freue ich mich auch manchmal, wenn ich einfach Ruhe habe und in meiner eigenen Wohnung alleine bin. Das hört sich so mies an, aber es ist so. Ich genieße es tatsächlich manchmal. Freunde, aber es ist zu teuer. Ich finde das so teuer, für eine Tasche 6.000 Euro zu bezahlen. Ich für mich kann sagen, eine Trennung tut weh. Je länger man zusammen ist, desto schmerzhafter wird es auch. Kommt natürlich immer auf den Grund drauf an. Also klar, wenn jemand fremd geht und dich verletzt, dann tut es nochmal mehr weh, als wenn man zum Beispiel sagt, okay, es funktioniert jetzt nicht mehr. Oder wenn beide Schluss machen, natürlich tut es trotzdem irgendwo weh, weil man mit der Person wirklich... Man teilt ja alles, man ist ja zusammen so, man kennt die Person richtig, man teilt Geheimnisse miteinander oder Sachen, die halt andere Personen einfach nicht wissen. Und ja, also ich kann dir nur sagen, Ablenkung, wobei das aktuell sehr schwierig ist, aber kümmere dich einfach um dich selber, mach ein bisschen mehr Me-Time, fühl dich gut, such dir Inspiration, das habe ich auch gemacht und verändere vielleicht ein bisschen was an dir, bestell dir neue Klamotten, falls es geht, lass dich ein bisschen inspirieren, neuer Style etc. You go, girl. Ich muss ehrlich sagen, mich belastet die aktuelle Situation so ein bisschen mittlerweile. Ich sitze halt schon oft nur noch zu Hause und lerne halt. Also davor war ich halt auch mal unterwegs. Ich war in Cafés, ich war in der Bib. Und jetzt kommst du gar nicht mehr raus, gefühlt. Also klar, ich meine natürlich noch was mit Freunden, aber es belastet mich halt schon in dem Sinne. Es geht nicht ums Feiern, es geht wirklich einfach darum, mal abzuschalten und mal rauszukommen, sich mit mehr Leuten als einer Person zu treffen, Spaß zu haben, das alles, was vorher möglich war. Ich will auch gar nicht rumheulen, ich meine, es ist die Situation so und denkt halt auch jeder anders, ne? Da kannst du kein richtig und kein falsch sagen. Und wie ich damit umgehe, du kannst ja nicht ändern, ich kann ja nicht jetzt einfach sagen, ja, ist mir egal, die Regeln. Natürlich nicht, deswegen ich hoffe einfach, dass das alles bald ein Ende hat. Ich hoffe es wirklich. Ich kann nichts anderes sagen. Ich bete, dass es bald zu Ende ist. Meine Wohnung hat, lass mich überlegen, ich glaube, also wenn ich mich recht erinnere, sind es 41 Quadratmeter. Können aber auch irgendwas mit 39, ich weiß es nicht mehr. 39, 41, so irgendwie um den Dreh. Warum ich immer glücklich bin? Ich bin wirklich, ich versuche es mir jeden Tag vor Augen zu halten, ich bin gesund und ich habe keine Krankheit, die mich einschränkt. Ich habe nichts, was mich einschränkt. Ich bin ein ganz normaler Mensch und kann mein Leben ganz normal leben. Es gibt so viele Leute, die das nicht können oder Krankheiten haben oder habt nichts, wisst ihr, was ich meine? Und dafür bin ich einfach dankbar und das ist auch ein Grund, warum ich lächeln kann, warum ich mein Leben genieße, weil wer weiß, ob es in 3 Wochen noch so ist. Also ich gehe natürlich jetzt nicht durch mein Leben und denke, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Aber ich versuche es einfach zu schätzen und ich glaube, dass auch durch diese aktuelle Situation habe ich gemerkt, dass es einfach, ja, man nimmt so die kleinsten Sachen im Alltag für komplett selbstverständlich. Like Sonnenuntergang beobachten oder mal spazieren gehen. Solche Sachen, ich habe das davor nie gemacht, ich fand es übel langweilig. Und jetzt habe ich gemerkt, wie schön es eigentlich ist. Und man muss nicht immer Geld ausgeben oder teure Sachen besitzen, damit man glücklich ist. No, natürlich ist es schön, aber guck raus, geh durch die Natur und du kannst glücklich sein. Ich mache aber auch Menschen glücklich, meine Freunde. Und ich weiß nicht, also ich bin wirklich für die Kleinigkeiten dankbar. Deswegen, ich versuche die zu schätzen und deswegen bin ich auch so happy. Ja, das war es auf jeden Fall auch mit dem kleinen Q&A. Ich habe versucht, ein paar andere Fragen zu nehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freut mich das auf jeden Fall sehr, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und bis dann. Ciao.